Land und Leben. Das Magazin für Landwirtschaft. Die Rentensituation aktuell ist so, dass sehr, sehr viele Bäuerinnen eben die Mindestrente bekommen und das wird in Zukunft wegfallen. Die Rechte der Frau am Hof und ihre soziale Absicherung als Mutter und Partnerin im Betrieb greift die Südtiroler Bäuerinnenorganisation zum heutigen Welttag der Landfrauen auf und hat die wichtigsten Aspekte in einer Broschüre zusammengefasst. Weinpioniere und Kellermeister, die Südtiroler Weingeschichte der vergangenen Jahrzehnte am stärksten geprägt haben, kommen zu Wort in dem Buch Südtiroler Wein- und Kellereigeschichten. Das sind die Themen bei Land und Leben und dazu begrüßt sie Marianne Casarola. Bescheid wissen über die eigene Rentensituation und über die Rechte und Pflichten am Hof sowie die Hofübergabe, sich informieren, um mitentscheiden zu können und Bescheid zu wissen über die eigene finanzielle Situation. Dies sollte für jede Frau selbstverständlich sein. Diesen Appell richtet die Südtiroler Bäuerinnenorganisation am heutigen Welttag der Landfrauen an die Bäuerinnen, dem Tag, an dem weltweit die Rechte der Landfrauen in den Vordergrund gestellt werden. Die Bäuerinnenorganisation hat dazu die Broschüre »Die Bäuerin am Hof, ich weiß Bescheid« herausgegeben, die den Frauen am Hof Grundinformationen liefert. Ulrike Donner stellt die Broschüre vor. Die neue SBO-Broschüre »Die Bäuerin am Hof, ich weiß Bescheid« spricht viele Themen an. Die unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens, die Merkmale der Bauernversicherung, die größten Irrtümer über das Erben und Vererben, die Investitionen im Betrieb, die Mutterschaft, die Kinderbetreuung und die Pflege von Menschen am Hof sowie die Regelung der letzten Dinge. Ein weiteres Thema in der Broschüre ist die Hofübergabe, die nicht immer einfach ist. Die größte Schwierigkeit dabei ist, die unterschiedlichen Ansprüche der Hofübergebergeneration, der Hofübernehmergeneration sowie der Weichenden auf einen Punkt zu bringen, sagt Lorenz Meyer, Leiter der Rechtsabteilung im Südtiroler Bauernbund. Natürlicherweise ist jede Hofübergabe für sich zu betrachten. Es kann sein, dass bei einer Hofübergabe zwischenmenschliche Differenzen bestehen, dass bei einer anderen Hofübergabe vielleicht finanzielle Probleme darliegen. Es kann sein, dass vielleicht bei einer anderen Hofübergabe bereits zu Lebzeiten Immobilien übertragen worden sind. Die Bäuerinnen und Bauern sollten sich deshalb frühzeitig und umfassend informieren. Eine Beratung, rechtlich als auch steuerrechtlich, sollte ein absolutes Muss sein. Denn wenn man sich ungenügend vorbereitet, sind Probleme vorprogrammiert, sagt Lorenz Meyer. Er spricht einen weiteren Aspekt an, der gut bedacht werden muss, und zwar das Verleihen von Geld. Oft verleiht der Lebenspartner bzw. die Partnerin dem Betriebsinhaber Geld, ohne einen schriftlichen Vertrag abzuschließen. Dieses Geld wird in der Regel in den Betrieb investiert. Natürlich, wenn die Beziehung scheitert, wenn es da Probleme gibt, dann werden solche Sachen problematisch, weil eben, wenn der Betrieb verschuldet ist, vorwiegend Banken dann als Gläubiger aufscheinen und die natürlicherweise einen Vorrang gegenüber dem Privaten haben. Und dann kann es durchaus passieren, dass der Partner da eventuell mit seiner Forderung auf der Strecke bleibt und das Geld nicht mehr zurückbekommt. Also da war auch vielleicht vor, dass man so etwas plant, Geld in den Betrieb zu investieren, dass man sich davor ausreichend informiert, welche Möglichkeiten man hat. Ein anderes wesentliches Thema für die Bäuerinnen ist die Rentenvorsorge. In den letzten Jahren hat es einige Reformen gegeben. Eine davon bringt mit sich, dass es in Zukunft keine Mindestrente mehr geben wird, informiert Judith Kögele von der Benzplan Zentrum AG. Die Rentensituation aktuell ist so, dass sehr, sehr viele Bäuerinnen eben die Mindestrente bekommen und das wird in Zukunft wegfallen. Das heißt, also entweder ich sorge selber vor, sprich mit einer Zusatzvorsorge oder indem ich freiwillig mehr einzahle oder indem ich mich eben informiere, welche Möglichkeiten der Unterstützungen gibt es während der Elternzeit und so weiter. Und ansonsten werde ich einfach sehr wenig Geld bekommen. Judith Kögele richtet deshalb einen Appell an alle Frauen, sich einmal 30 Minuten Zeit für eine persönliche Beratung zu nehmen. Jede Frau sollte sich bewusst werden, dass sie selber für sich sorgen muss. Es gibt keine Standardlösung. Also ich kann nicht sagen, bei meiner Freundin ist das so und deshalb ist es bei mir auch so, sondern man muss sich wirklich die Zeit für sich selber nehmen, weil es einfach viel verschiedenste Faktoren sind. Und wie gesagt, der Südtiroler Bauernbund bietet über den Benzplan Infopoint diese Beratung kostenlos und neutral an.
Der kann Simulationen machen, der kann auch sagen, wie viel würde das jetzt, wenn ich so weitermache, ausschauen, was würde es mich kosten, wenn ich ein bisschen mehr einzahlen würde und so weiter und so fort. Für Landesbäuerin Aschbaumer steht fest, Bescheid wissen ist das Um und Auf. Das gibt Sicherheit und stärkt das Vertrauen der am Hof lebenden Menschen. Wer nichts weiß, muss alles glauben, sagt sie und ermutigt alle Bäuerinnen, sich über die eigenen Rechte und Möglichkeiten schlau zu machen. Uns ist einfach wichtig, im Vorfeld einfach eine Informationsbroschüre in die Hand zu drucken, in die Hand zu geben, damit sich mal einen Überblick kriegt, was es heißt, in einem landwirtschaftlichen Betrieb sich partnerschaftlich zu beteiligen oder auch in einer landwirtschaftlichen Familie eben dort auch mitzuleben. Aschbaumer ist es wichtig, in der Broschüre neben den fachlichen Aspekten auch Themen über die gelingende Partnerschaft, über das Heiraten und über das Zusammenleben von mehreren Generationen aufzugreifen. Ein Nachschlagewerk also, das alle wichtigen persönlichen und betrieblichen Seiten des Lebens am Hof aufgreift. Und im Rahmen dieser Infokampagne lädt die Südtiroler Bäuerinnenorganisation zur Vortragsreihe Vorsorge statt Fürsorge. Zwei Themen werden dabei genauer beleuchtet, Rentenvorsorge und die Hofübergabe in der Bauernfamilie. Und die Termine dazu finden Sie auf der Homepage der Bäuerinnen unter bäuerinnen.it. Dort finden Sie auch weitere Infos zur Broschüre Die Bäuerin am Hof, ich weiß Bescheid. Land und Leben, das Magazin für Landwirtschaft. Südtiroler Wein- und Kellereigeschichte. Geschichten ist der Titel eines Buches, das kürzlich in der Kellerei St. Michael Eppan vorgestellt wurde. Der Weinpublizist und Sommelier Herbert Taschler porträtiert darin 41 Kellermeister und Weinpioniere, die ein halbes Jahrhundert Südtiroler Weingeschichte geschrieben haben. Thomas Hanni hat mit ihm und mit einem der Pioniere gesprochen. Mir ist es vor allem darum gegangen, diese Geschichten, vor allem die Geschichten der älteren Kellermeister, der Weinpioniere aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts aufzuschreiben, weil vieles von dem einfach verloren geht. Wer weiß heute noch, dass das Eisacktal bis in die 1970er Jahre herauf ein vorwiegendes Rotweinland zum Beispiel war. Also lauter Dinge, die vergessen werden, und deshalb war es mir ein Anliegen, diese persönlichen Geschichten der Kellermeister und damit ein Stück Südtiroler Weingeschichte einfach aufzuschreiben. Früher wurde die Maische noch mit Ochsenfuhren zu den Kellereien gebracht. Und über Jahrzehnte ging es in erster Linie vor allem um eines, um eine möglichst große Menge. Bei der alten Generation der Südtiroler Kellermeister, also Nachkriegsgeneration bis herauf in die 90er Jahre, stand vor allem eines im Mittelpunkt, und das war die Menge, möglichst viel zu produzieren, an Offenwein zu verkaufen und vor allem Rotwein in das benachbarte deutsche Ausland zu liefern. In den 90er Jahren kam da der große Kurswechsel. Mal gesehen, mit Menge allein kann man keinen großen Schritt mehr machen. Weinpioniere rund um Louis Reifer, Alois Laged oder Hans Derzer haben den Schritt gewagt und sind in eine neue Welt aufgebrochen. Es kam dann eine ganze Reihe von jungen Kellermeistern damals, die heute auch schon zu der älteren Generation gehören, die diesen Weg der Qualität gegangen sind und Südtirol zu dem gemacht haben, wo wir heute stehen. Eine der Weingeschichten im Buch von Herbert Taschler ist Franz Geuer vom Glückelhof in St. Magdalena bei Bozen gewidmet. Franz Geuer, Jahrgang 1951, hat schon ab den 70er Jahren vom gewohnten Offenweinverkauf auf 7/10-Flaschen umgestellt. Alle Weine, die einen Numen haben, sind seine Flaschennummer. Mit Offenwein kann man sich keine Numen machen, nicht? Weil sie macht eventuell eine Numen, der kauft und weiterverkauft. Und um im Gebiet eine Nummer zu geben, braucht es Flaschen. Und die Flaschen geben im Wert eigentlich, im Wein. Nicht? Und das ist eigentlich die Idee gewesen. Nicht? Dass man selber dahinter steht, dass man selber einen Wein in die Flasche bringt, um sich eine Nummer zu machen, hat der Kunde einen Bezug zum Betrieb und hat Vertrauen. Eine der größten Pionierleistungen in der heimischen Weinwirtschaft war einfach die Erkenntnis, dass man auf die Qualität setzen muss, sagt Herbert Taschler. Qualität im Weinberg, dort hat alles begonnen. Man ist also auf neue Sorten zum Teil umgestiegen. Man hat die Menge beschränkt, hat vor allem dann versucht, auch im Keller anders zu arbeiten. Wenn wir daran denken, die Kellereigenossenschaft St. Michael Eppan hat bis in die 1990er Jahre keine einzige 7/10-Liter-Flasche südlich von Salurn verkauft. Und heute sind das, glaube ich, fast 3/4 der Produktion von 2 Millionen Flaschen. Dann sieht man, was hier eigentlich geleistet worden ist. Auch Franz Geuer, der Weinmacher von St. Magdalena, hat früh damit begonnen, aus dem Vernatsch einen immer besseren Wein zu machen.
Dazu hat er unter anderem die Trauben deutlich reduziert. Einige seiner Nachbarn konnten darüber anfangs aber nur den Kopf schütteln. Die Nachbarn haben schon gesagt, ja, der Kegel, der schneidet Wein auf den Boden. Wir verkaufen sie nicht. Aber mir ist hauptsächlich um die Qualität gegangen. Und der Fanatsch ist ein Massenträger. Und wenn man da reduziert, hat man gleich die bessere Qualität. Mit seinem Rondell hat es Franz Geuer geschafft, einen Magdalener zu machen, der sich abhebt und seit vielen Jahren eine Sonderstellung einnimmt. Das, was auf dem Gegelhiegel da, auf dem Rondell wächst, das haben wir separat eingekellert. Das ist jetzt 30 Jahre her. Heuer ist das 30. Jahr, dass wir ein Rondell machen. Nicht? 1987 haben wir den ersten Rondell gemacht. Und das ist auch so eine Idee gewesen, einen guten Magdalena und noch einen Top, schauen wir, etwas Besseres daraus zu machen. Neben Franz Geuer, der übrigens auch ein passionierter Portweinmacher ist, erzählt Autor Herbert Daschler Weingeschichten etwa über Louis von Dellemann, Herbert Tiefenbrunner, Hartmut Spitaler oder Rudi Niedermeyer, Elena Walch, Stefan Filippi und viele andere. Auch zeichnet er in seinem Buch ein interessantes Bild des Kellermeisters, das sich über die Jahrzehnte entscheidend verändert hat. Der Kellermeister in den Nachkriegsjahren war wirklich, wie es der Name sagt, der Meister des Kellers. Er hatte also den Schatz im Keller zu hüten und sonst eigentlich nicht viel zu suchen. Mir haben einige Kellermeister erzählt, wenn sie mal einen Blick in die Weinberge geworfen haben, hat es geheißen, außer mit dir, du hast da nichts zu suchen. Heute hat sich das Bild vollkommen gewandelt. Der Kellermeister ist zwar heute genauso für die technische und für die Verarbeitung im Keller zuständig, aber er wacht auch über die Weinberge, über die Qualität draußen, pflegt Kontakte. Er ist heute zum Aushängeschild und zum Gesicht einer Kellerei geworden. Herbert Daschler sieht sein Buch auch als eine Würdigung der 41 Weinpersönlichkeiten, die in ihrer Zeit Großes geleistet haben. Und er ist sich sicher, dass auch die alten Weinmacher mit Stolz auf die heutige Südtiroler Weinwirtschaft blicken. Sie haben in ihrer Zeit das Beste aus der Situation gemacht und ich glaube, um das geht es. Und deshalb glaube ich schon, dass heute alle gemeinsam im Boot sitzen und sich über die Erfolge der Südtiroler Weinwirtschaft freuen. Denn nicht nur ein Sommelier wie Herbert Daschler weiß, dass die Südtiroler Weinwirtschaft heute so gut dasteht wie nie zuvor. Aber zusätzliches Potenzial gibt es immer. Was sich in Zukunft vielleicht noch ein bisschen ändern muss und woran gearbeitet werden muss, ist wirklich an der Seele und am Charakter der Südtiroler Weine. Sie sind technisch alle perfekt. Vielleicht was wir brauchen, noch ein bisschen mehr Emotion, die in den Weinen steckt, das Südtirols Weine noch ein bisschen mehr unsere Landschaft, unsere Kultur, unsere Geschichte zum Ausdruck bringen und sich dadurch noch mehr von anderen Qualitätsweinen, die es ja heute überall auf der Welt gibt, unterscheiden. Auch auf dem Glückelhof in St. Magdalena bleibt die Zeit nicht stehen. Sohn Florian hat längst einen Teil des Weinbaus übernommen und konzentriert sich besonders auf die Weißweine. Dass der Betrieb heute gut auf die Zukunft ausgerichtet ist, das macht Senior Franz Glückel nicht nur froh, sondern auch ein bisschen stolz. Na, stolz. Ich bin froh, dass wir es einmal wieder gut ertäckselt haben. Ich bin stolz, dass mein Bub im Betrieb einsteigt mit einem Wurz, Freude und Passion. Bin ich ganz zufrieden. Nicht? Sagt der Weinmacher Franz Geuer vom Glöckelhof in St. Magdalena. Wer mehr Geschichten über die Südtiroler Kellermeister und Weinpioniere erfahren möchte, findet diese auf über 200 Seiten im neuen Buch von Herbert Taschler, Südtiroler Wein- und Kellerei-Geschichte-Geschichten, das im Athesia Tapeiner Verlag erschienen ist und auch mit Fakten und Zahlen zum Wein gespickt ist. Land und Leben, das Magazin für Landwirtschaft. Die soziale Landwirtschaft bietet neue Einkommensmöglichkeiten für Bäuerinnen und Bauern, etwa mit der Schule am Bauernhof, sowie mit der Betreuung von Kindern und älteren Menschen. Die Seniorenbetreuung am Hof steckt noch in den Kinderschuhen, ist aber stark ausbaufähig, das betonen alle. Es gibt bereits mehrere bäuerliche Familien, die Senioren oder Seniorinnen am Hof betreuen, je nach Bedarf halb- oder ganztags oder auch rund um die Uhr über einen längeren Zeitraum. Helene Bircher vom Gastreinhof in Mölten hat die Ausbildung zur Seniorenbetreuerin vor 3 Jahren besucht und seit 2 Jahren betreut sie ältere Menschen auf ihrem Hof. Also ich habe jetzt seit 2 Jahren ein bisschen hineingeschnuppert in die Seniorenbetreuung und ich muss sagen, es macht mir einfach sehr viel Spaß, mit den älteren Leuten zu arbeiten.
Und der Bauernhof ist ein idealer Ort, wo die Senioren betreut werden können. Den älteren Menschen gefällt das bäuerliche Umfeld. Zudem können sie mithelfen, fühlen sich so gebraucht und genießen es mitten in der Natur mit den Pflanzen und Tieren und den am Hof lebenden Generationen. Aber auch Bäuerin Helene Bircher zieht viel Positives aus ihrer neuen Arbeit. Aufwendig ist es nicht. Ich sehe das positiv, weil ich lerne einfach, den Alltagsstress ein bisschen abzuschalten, einen Gang zurückzufahren und einfach alle Abläufe müssen langsamer sein. Im November startet die Sozialgenossenschaft mit Bäuerinnen lernen, wachsen, leben einen zweiten Lehrgang für Seniorenbetreuung am Bauernhof. Ab 11. November bis April 2018 erhalten die Teilnehmerinnen in 120 Stunden plus einem 50-stündigen Praktikum die nötigen Voraussetzungen dafür. Eine Voraussetzung aber sollten schon alle vorab mitbringen, sagt Helene Bircher, die seit 2 Jahren Senioren auf ihrem Hof betreut. Es ist eine sehr schöne Arbeit, aber die Voraussetzung ist einfach, dass man gerne mit älteren Leuten zusammen ist, dass man diese Arbeit gerne tut. Dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil man so viel selber auch von den älteren Personen lernen kann. Sie haben so viel zu erzählen von ihrer Lebensgeschichte und man kann wirklich viel auch daraus lernen. Ja, und wer sich für den Lehrgang interessiert, erfährt alle Details dazu in der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern. Es sind noch Plätze frei und der gesamte Lehrgang kostet 120 Euro. Land und Leben, Meldungen. Morgen ist Welternährungstag. Das World Food Programm der UNO erinnert zusammen mit Partnern in aller Welt daran, dass immer noch jeder 9. Mensch Hunger leidet. Gleichzeitig soll dieser Tag auf Erfolge im Kampf gegen den Hunger aufmerksam machen. Die positive Nachricht zum diesjährigen Welternährungstag lautet, die Zahl der Hungernden geht zurück. In den letzten 10 Jahren um 100 Millionen Menschen, trotz der steigenden Weltbevölkerung. Zum Welternährungstag finden Sensibilisierungskampagnen weltweit statt. In Südtirol wird der erste Südtiroler Ernährungsrat morgen in Meran vorgestellt. Entstanden aus der Kampagne des Vorjahres Mahlzeit Coltiviamo la Vita de Borriada. Ernährungsräte haben die Aufgabe, sich für eine lokale, faire, solidarische, gesunde und nachhaltige Esskultur einzusetzen. Zu diesem Anlass wurde eine Broschüre ausgearbeitet, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie sich Ernährungspolitik und Stärkung des ländlichen Raumes auf die Migration auswirken und was das Höfesterben in den Alpen mit der Landflucht in Afrika und Südamerika gemeinsam hat. Online ist die Broschüre einsehbar auf der Seite mahlzeit.it. Bei der Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie ab morgen bis Donnerstag, 19. Oktober in der Messe Bozen findet wieder wie alle Jahre die Fachtagung für Urlaub auf dem Bauernhof statt mit Vorträgen von Fachleuten, etwa zu den Themen Gästebindung, Hof- und Gartengestaltung und mit Einblicken von Bäuerinnen und Bauern in ihre Betriebe. Über die Lebendigkeit der Seele entdecken spricht der bekannte Schweizer Theologe und Buchautor Pierre Stütz am Dienstag, 17. Oktober ab 9 Uhr in der Messe Bozen, organisiert von der Marketingplattform Roter Hahn im Bauernbund. Und noch zu einer Veranstaltung auf der Hotelfachmesse in Bozen. Die Freien Weinbauern laden alle Weininteressierten zur Vinea Tirolensis ein, die heuer unter dem Motto Vielfalt mal 100 steht. Denn kürzlich begrüßte die Vereinigung das 100. Mitglied in ihren Reihen und am 18. Oktober können die Besucher in der Messe Bozen nicht nur die über 350 Weine verkosten, sondern auch die vielfältigen Winzerpersönlichkeiten kennenlernen. Zu den Viehversteigerungen des KOFI. Die Kälberversteigerung ist morgen Montag, 16. Oktober in Bozen und übermorgen, 17. Oktober, wird auch in Bozen die nächste Schlacht- und Mastviehversteigerung abgehalten. Und der Südtiroler Fleckviehzuchtverband organisiert auch in Bozen am Donnerstag, 19. Oktober, seine Versteigerung von Tieren der Fleckvieh-Rasse. Ja, und das war Land und Leben, das Landwirtschaftsmagazin von RAI Südtirol. Danke für Ihr Interesse. Einen angenehmen Sonntag wünschen Marianne Casarola mit David Leitner an der Technik.